Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Double Dragon und zu unserem 25-jährigen Gameboy Special und dem Special zur Retrobörse am Samstag in Bochum. Ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein ins Spiel. Wer kennt nicht Double Dragon? Zwei Spieler könnte man sogar auch spielen. Das funktioniert dann ja wohl nur übers Linkkabel. Ich meine da mal ein Interview gelesen zu haben, dass die Entwickler sich damals damit richtig schwer getan haben, um die richtigen Timings hinzubekommen, weil nie zwei Gameboys und zwei Spiele mit der gleichen Geschwindigkeit laufen. Also das war schon ein großes Kunststück, dass sie das hinbekommen haben. Aber heute spielen wir natürlich alleine. Oh, jetzt habe ich den Vorspann abgebrochen. Naja, ich kann euch verraten, unsere Freundin wird entführt, mal wieder. Und wir müssen die natürlich zurückholen, ist klar. Wer Double Dragon nicht kennt, ich war nie ein großer Fan von Double Dragon, das muss ich dazu sagen. Es ist ein Prügler, das seht ihr schon. Ja, kannst ruhig kommen mit deinem Baseballschläger. Yeah. Komm, nimm den. Bam, bam. Leute mit einem Baseballschläger verprügeln. Ja, und die Leute wundern sich dann wieder, warum unsere Jugend so aggressiv ist. Hallo, da hat er mich gerade getreten. Ja, das ist ja furchtbar. Furchtbar. Das sind die ganzen Video- und Computerspiele schuld. Was wollt ihr denn? Ja, und dann auch noch Frauen verprügeln mit dem Baseballschläger. Ich meine, was soll man dazu sagen? Furchtbar, das ist furchtbar, diese Gewalt. Ey, wo ist mein Baseballschläger? Wie soll ich denn sonst gewalttätig sein? Oh, das geht sogar. Special Moves. Bam, bada, bam. Ja, also, ganz ehrlich gesagt, falls jemand da draußen von euch Double Dragon mal durchgezockt hat, egal auf welchem System, sagt mir doch mal, wie viel Abwechslung ist in dem Spiel drin. Wie gesagt, ich habe es nie wirklich gezockt. Ich glaube, ich hatte es mal auf dem C64 oder war es die Amiga-Version. Aber es konnte mich nie lange fesseln. Einfach weil man nur einfach nur von links nach rechts gerannt ist. Ja, das schmeißt jetzt ja wohl nicht mit der Tonne, oder? Trottel. Deswegen war es nie so mein Spiel. Kann ich die Tonne mitnehmen? Sehr schön. Aber schon irgendwie lustig. Ja, komm. Hau ihm die Tonne um die Ohren. Nein, 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 nein. Du sollst mich nicht hauen. Ich soll dich hauen. Ja, jetzt ist die Tonne schon wieder weg. Ja, okay. Ein bisschen Spaß macht es ja schon, einfach so auf die Leute einzuprügeln. Und ich finde es echt interessant, dass sie das hinbekommen haben auf den Game Boy, die Umsetzung. Und wenn man sich das so ansieht, ich denke, das ist, ja, vollkommen gelungen. Es ist in Ordnung. Dich trill ich. Und hau ich. Brauchst gar nicht ausweichen. Haha. In den Unterleib getreten. Tschüss. Perfekt. Das war dann wohl der erste Level. Beschweren will ich mich nicht, aber ein bisschen abwechslungsreicher hätte die Musik sein können. Aber ansonsten geht die Version. Da werden mir wahrscheinlich auch die Double Dragon-Freunde unter euch recht geben. Geht die Version in Ordnung. Ja, auch schön, dass wir ein paar Moves drauf haben. Nicht immer nur ein Schlag, ein Tritt. Ja. Danke, dass du mich erstmal hier mit dem Paket beworfen hast. Nicht in die... Das habe ich... Damit hatte ich gerechnet. Deswegen wollte ich den da eigentlich selbst runterstoßen. Oh, wenn einer von hinten kommt, dann wehrt er sich sogar, unsere Figur. Okay, scheitere ich jetzt tatsächlich wieder im zweiten Bildschirm des Spiels? Ja. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, jetzt könnte ich sie überraschen. Vielleicht könnt ihr mir ja nochmal was zur Story sagen. Warum entführen die unsere Freundin? Und warum haben die so viele... Tschüss. Bösewichte. Mein, unsere Freundin ist bestimmt ein heißer Feger. Wer bist du denn? Aber lohnt sich das, so viele Bösewichte einzustellen, nur um unsere Freundin zu entführen? Ja. Okay. Ich komme gerade so ein bisschen vor wie bei Game of Thrones. Ihr wisst schon, die Viper. Gegen den Berg. Ja, ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ich kann... Nach oben und unten rennen kann ich natürlich. Ich kämpfe wie ein Chicken. Okay. Aber hin und wieder treffe ich ihn auch. Nein, 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 nein. Das ist übel. Wenn der einen erstmal hochgehoben hat. Na toll. Nicht gut. Game over schon. Das ging jetzt aber ein bisschen flott, oder? Meine ich das nur. Und kein Continue.
Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Ja, okay, dann probieren wir das Ganze halt nochmal. Bin jetzt ein bisschen schockiert. Wir können uns jetzt das Intro nochmal angucken. Ja, er haut erstmal unsere Freundin in den Unterleib, schleppt sie dann weg mit seinen Kumpels. Okay, kann man machen, muss man nicht. Ich gerade irgendwas falsch gemacht im Bosskampf? Die vielleicht irgendwie vorher eine Waffe aufsammeln müssen oder so? Na, mal gucken, vielleicht passt das ja zeitlich, dass wir nochmal zu dem Boss hinkommen. Ansonsten haben wir das dann auch mal gesehen. Double Dragon kann man sicherlich auch in seiner Sammlung haben. Ich hau euch alle mit dem Baseballschläger ein um die Murmel. So, jetzt kommen wieder die beiden Frauen aus der Tür gestürmt. Hey, bleib hier, Süßer. Ja, dann kommt doch her. Frauen in Strapse verprügeln. Oder im Minirock? Ich bin mir da nicht so sicher. Schwer zu sehen auf dem Gameboy. Den Move finde ich cool. Ob der bei echten Kung-Fu- oder Karate-Kämpfern jemand dieses Hochspringen und dann in der Drehung zutreten in der Luft, macht das Sinn? Ich meine, so auch von Kraftaufwand und Ertrag, macht das Sinn, jemanden so anzugreifen? Oder das ist doch bestimmt wieder nur Hollywood-Erfindung, oder? Möglich sicherlich, aber Sinn macht das doch nicht. Naja. So. Komm her. Von mir kriegst du das Fass vor den Kopf. Und dann trete ich dich nochmal. Schön. Schön finde ich es auch, wie man den Gegner runterziehen kann, um ihn dann mit dem Knie ins Gesicht zu treten. Da wären wir wieder beim Thema Gewalt. Ist das nicht furchtbar, liebe Zuschauer? So, hier ist der Levelausgang. Ich nenne ihn einfach mal Levelausgang. Ja, du kriegst auch was ins Gesicht getreten. Ist ja nicht so, dass ich da keine Lust zu hätte. Aber dich fertig, das klappt. Das ist ganz gut. Die beiden, die sind wieder ein bisschen hart. Da muss ich aufpassen. Treffen mich wahrscheinlich sowieso mit ihrem komischen Paket. Ah, okay, nicht wirklich. Okay, und tschüss. Jetzt nehme ich das Paket mal mit. Hallo. Ja, toll. Das klappt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich gegen ihn wehren soll. Ich muss schneller sein als er. Okay, so viel ist... Ja, bitteschön. Aber da macht er mich dann kalt. So, keine Chance. Hast du keine Chance. Na komm, hau ihn doch. Einfach nur Button smashen. Das könnte natürlich klappen. Jetzt hat er schneller gesmasht als ich. Ja, toll, da schnappt er mich wieder. Ist ja furchtbar. Mann. Ja, bitte. Ich habe ihn besiegt. Juhu. Mission 2. Wer bist du? Ach, du willst oder was von mir, oder? Dann hau ich dir ins Gesicht. Und trete dir ins Gesicht. So, dann gehen wir nochmal kurz hier die Leiter hoch. Gucken nochmal, was hier oben ist. Wahrscheinlich mehr Gegner. Ah, und der fliegt da runter. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich jetzt wieder fair. Jetzt muss ich runter, kriege wahrscheinlich den ersten Schlag ab und fliege dann da rechts runter. Naja, okay. Das ist dann doch nicht so gewesen. Hätte aber gut sein können. Das wäre dann natürlich nicht sehr fair gewesen. Aber Computerspiele, Videospiele sind ja nicht immer fair. Wo kommst du denn her? Hallo, junge Frau. Ja, ins Gesicht treten. Oh. Ich habe die junge Frau aufs Fließband geschickt. Ah, spring noch, spring doch. Da drücke ich die Schlagtaste. Naja, ich würde sagen, an der Stelle reicht's dann auch. Das ist Double Dragon für den Gameboy in unserem 25-jährigen Gameboy Special und den Special zur Retro-Börse am Samstag in Bochum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.